Staatsregierung mit ihrer Passivität permanent gegen den Verfassungsauftrag verstößt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wir haben uns daran gewöhnt. Alles Business as usual. Apropos Business, Geschäft. Dieser Missstand und Missbrauch ist offenkundig ein so lohnendes Geschäftsfeld, dass sich darauf auch amerikanische Privatfirmen tummeln und auf deutschem Boden mit dem dauernden Rechtsbruch ihren Reibach machen. Glauben Sie nicht? Dann sehen Sie den Film von Julien Gatelier und Ulrich Stoll. Unsere Recherche beginnt mit einer geheimen Liste, die Frontal 21 zugespielt wird. Darauf über 100 US-Firmen, die in Deutschland seit 2011 für die amerikanischen Streitkräfte geheimdienstlich arbeiten. Auf der Liste steht auch die Firma Booz Allen Hamilton. Dort arbeitete Edward Snowden und enthüllte, er habe bei Booz Allen Hamilton die Massenausspähung von Bürgern für den US-Geheimdienst NSA betrieben. Ich habe als Contractor in einem privaten Rahmen gearbeitet. Das bedeutet, dass privatwirtschaftliche, gewinnorientierte Unternehmen hoheitliche Aufgaben übernehmen, wie beispielsweise Spionage. Die Aufsicht ist minimal. Der Journalist Tim Shorrock hat Bücher und Artikel über die privaten Geheimdienstfirmen, sogenannte Contractors, geschrieben. Er fand heraus, den Großteil des US-Geheimdienstbudgets, rund 70 Milliarden Dollar, kassieren Contractor-Firmen, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Nichts von diesen Vorgängen ist transparent. Die Öffentlichkeit sollte aber wissen, dass Geheimdienstarbeit nicht nur von Beamten, sondern auch von privaten Vertragsfirmen, den Contractors, betrieben wird. Und die spielen eine große Rolle mit ihren Angestellten wie Edward Snowden. Das war keine Führungskraft, sondern ein kleiner Angestellter bei Booz Allen. Und er hatte dennoch Zugang zu hochkarätigen Überwachungsprogrammen und geheimen Dokumenten. Wir finden heraus, dass Mitarbeiter solcher Spionagefirmen in den US-Kasernen in Deutschland sitzen. Von dort spähen sie Kommunikationsnetze aus für die US-Geheimdienste. Auch im neuen Cybercenter in der Wiesbadener US-Kaserne sitzen Contractor-Firmen. Wir fragen die US Army, welche Privatunternehmen in ihren Stützpunkten arbeiten und was genau sie dort tun. Keine Drehgenehmigung, keine Auskunft. Deshalb suchen wir in speziellen Internet-Jobbörsen für ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und entdecken Dutzende Angebote der Contractor-Firmen in Deutschland. Die Unternehmen wollen Spezialisten, die von Deutschland aus weltweit Datennetze überwachen. So sucht eine Firma Netzwerkanalytiker am Standort Stuttgart. Die Analytiker sollen hochrangige Ziele identifizieren, also Terrorverdächtige. Und sie sollen das Programm PRISM beherrschen. PRISM, ein Überwachungsprogramm der US-Geheimdienste, das Edward Snowden enthüllte. PRISM ist ein Programm, mit dem ich Massendatenerfassung durchführen kann. Also da geht es um Zugriffe auf Internettelefonie, auf E-Mail-Verkehr, auf unsere sozusagen Internetkommunikation. Das ist jemand, der sich an einer rechtswidrigen Massenüberwachung beteiligen soll. Das ist vollkommen klar, wenn wir über PRISM reden. Rechtswidrige Massenüberwachung in Deutschland? Die Bundesregierung gestattet den US-Firmen die Geheimdienstarbeit in sogenannten Verbalnoten. Zu Booz Allen Hamilton heißt es zum Beispiel in der deutsch-amerikanischen Vereinbarung, die Firma führt nachrichtendienstliche Operationen durch. Deckt die Bundesregierung illegale Geheimdienstoperationen der US-Firmen? Wir fragen nach. Warum lässt das Auswärtige Amt zu, dass US-Firmen wie Booz Allen Hamilton, die Firma von Herrn Snowden, geheimdienstliche Tätigkeiten mit Programmen wie PRISM, die wir erkennen als Massenüberwachungsprogramme, in Deutschland durchführen? Also es ist ja klar, dass sich alle, die in Deutschland tätig sind, auf dem Boden der hier geltenden Gesetze bewegen müssen. Das gilt für jeden Arbeitnehmer in Deutschland. Für die Bundesregierung ist das also legal.
Wir zeigen dem Völkerrechtler Andreas Fischer-Lescano die deutsch-amerikanischen Verbalnoten, die den US-Firmen ihre Geheimdienstarbeit in Deutschland ermöglichen. Die Bundesregierung erleichtert diesen Firmen damit völkerrechtswidrige Praktiken, ja, die auch nicht nur gegen Völkerrecht, sondern auch gegen deutsches Recht verstoßen. Und das zu unterstützen durch eine deutsche Bundesregierung ist als solches schon ein sehr problematischer Vorgang. Setzt sich auch in Widerspruch dazu, was man öffentlich kundtut, dass man versucht, also die Überwachungsmaßnahmen der US-Amerikaner auf deutschem Boden einzudämmen. Diese Praktiken der Privilegierung von Privatunternehmen sind das Gegenteil dessen, was man öffentlich behauptet. Dutzende von US-Spionagefirmen sind mit Zustimmung der Bundesregierung in Deutschland als Contractors in den amerikanischen Stützpunkten tätig. Die meisten am Standort Stuttgart. Hier sitzen das Europa- und das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte. Robert Steele hat lange Jahre Geheimdienstoperationen für US-Nachrichtendienste durchgeführt. Er kritisiert, dass Deutschland weiterhin zulässt, dass die Amerikaner von hier aus weltweit spionieren, auch mit Hilfe privater Firmen. Deutschland hat das Problem, dass hier zu viele US-Stützpunkte sind. Deutschland hat das Problem, dass es so den US-Militarismus im Mittleren Osten, Afrika und anderswo erst möglich macht. Es ist ein großer Fehler, diese US-Präsenz in Deutschland aus der Ära des Kalten Krieges weiter zuzulassen. Und diese Contractors stehen genau dafür. Stuttgart, Sitz des US-Afrika-Kommandos AFRICOM. Hier werden Antiterror-Einsätze in Afrika geplant. Auch Mitarbeiter der US-Firma Leonie sind daran beteiligt, mit Wissen der Bundesregierung. In der Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA, der Verbalnote, heißt es, die US-Firma Leonie betreibe von Stuttgart aus nachrichtendienstliche Auswertung mittels gesellschaftswissenschaftlicher Bevölkerungsabbildung. Dabei werde deutsches Recht eingehalten, lässt sich die Bundesregierung von den USA zusichern. Doch im Vertrag zwischen Leonie und der US-Regierung, der Frontal 21 vorliegt, klingt das weniger harmlos. Der Vertragspartner erstellt Präsentationen, mit denen neue Personen für gemeinsame Ziellisten benannt werden. Also Personen, die ausgeschaltet werden sollen. Diese Unternehmen unterstützen ja militärische Einsätze, insbesondere in Afrika, also von wo aus auch die Drohneneinsätze ja geflogen werden. Und dass diese Analytiker, die hier über diese Unternehmen eingestellt sind, ja Daten bereitstellen, die zur Identifikation beispielsweise von Zielpersonen dann dienen. Und das selbst ist mehr als problematisch, das ist eigentlich ein Skandal, dass man das unterstützt, weil hier durch gezielte Tötungen ja eine ganze Reihe von Verletzungen von Menschenrechten stattfinden. Booz Allen Hamilton, CACI, SOS International, Leonie, L3, sie alle erbringen analytische Dienstleistungen in Deutschland, spähen Datennetze für die Amerikaner aus. Die Bundesregierung bestätigte jetzt, dass sie aktuell 44 Verträgen mit Contractors zugestimmt hat. Die von uns recherchierten Jobangebote legen nahe, dass solche Firmen auch heute noch die US Army an Standorten wie Egelsbach unterstützen. Mit Überwachung und Spionage. Doch der deutsche Verfassungsschutz, der eigentlich für Spionageabwehr zuständig ist, findet nichts über die Contractors heraus. Diese Contractors werden meines Wissens im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens durch das Auswärtige Amt, das heißt durch die Bundesregierung, dann auch akkreditiert, zur Kenntnis genommen, dass sie für die US-Streitkräfte in Deutschland arbeiten. Wie gesagt, ich habe keine Erkenntnisse, dass sie gegen deutsche Interessen in Deutschland tätig sind. Das ist eine absolut unglaubhafte Aussage, weil natürlich die gesamte Spruchpraxis der Menschenrechtsausschüsse genau das nahelegt, nämlich, dass die USA ihre Überwachungsmaßnahmen rechtswidrig gestalten und dass sie die auch in Deutschland rechtswidrig gestalten. Und zu behaupten, es gäbe hier keinerlei Anhaltspunkte, das verkauft die Bürgerinnen und Bürger für dumm. Wenn Herr Dr. Maaßen diesen Firmen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt, dann hat er entweder die Dokumente, die zum Beispiel durch Herrn Snowden bekannt geworden sind, nicht gelesen, oder er will uns täuschen. Und bei Geheimdiensten gehe ich immer mal vom Zweiten aus.
Einige der Firmen, die wie hier in Stuttgart nachrichtendienstlich arbeiten, können sich sogar über zusätzliche Aufträge freuen. Millionen Euro nicht nur von der US Army, sondern auch von der Bundesregierung. Die Bundesregierung zahlte Snowdens ehemaligem Arbeitgeber Booz Allen Hamilton über 8 Millionen Euro. Unter anderem für Entschlüsselungstechnik, also für Marktanalysen über Produkte der deutschen Kryptographie und IT-Sicherheitswirtschaft. Und deutsche Tochterfirmen des US-Konzerns CSC bekamen Aufträge im Wert von über 160 Millionen Euro vom Bund. Dabei ging es unter anderem um das Führungs- und Informationssystem der Marine. Wenn die deutsche Regierung Firmen wie CSC Staatsaufträge gibt, dann beschäftigt sie Firmen, die direkt für die NSA und andere US-Geheimdienste arbeiten. Die deutsche Regierung ist zwar ihr Auftraggeber, aber diese Firmen sind in erster Linie loyal gegenüber den USA. Ihre Loyalität gilt vor allem dem Dollar. Der Dagger-Komplex, Hauptsitz des US-Geheimdienstes in Deutschland. Auch hier geht die Zusammenarbeit zwischen US Army und Privatfirmen nach den Snowden-Enthüllungen weiter, mit Billigung der Bundesregierung. Keine Aufklärung zu den Spionagefirmen, weder in Berlin noch in Washington.